So. Ja, Grüßchen. Also, da bin ich wieder. Nach ewiger Zeit mal wieder Hi aus der Küche. Und zwar nicht mit Kochen beschäftigt. Sag ich mal so. Und ja, ich wollte mal gucken. Also, es gibt jetzt diese neuen Bowls hier. Ja? Da habe ich mir dann gleich alle drei Sorten, die es gibt, direkt mitgenommen. Ja, ne? Und wir haben einmal Rind, wir haben einmal logischerweise Gemüse und einmal Huhn. So, das sind jetzt die neuen Bowls, die es gibt. Die kosten, gibt es jetzt gerade beim Penny für 80 Cent eine Runde. Und die ist in der Sonne heute. Und ich teste endlich mal wieder was, weil ich eigentlich, ehrlich gesagt, dazu nicht komme. Hier haben wir jetzt da unseren Wasserkocher, den wahrscheinlich nie gefüllt haben. Ist ja egal. Der ist bereit, 1,5 Liter Wasser. Wir brauchen pro Box hier 400 Milliliter, steht glaube ich drauf. 400 Milliliter kochendes Wasser übergießen und zugedeckt und mindestens 4 Minuten ziehen lassen. Also wie gesagt, dieser Test ist hier einer dieser Tests, der länger dauert. Und wir gehen das generell erstmal durch. Wir haben nämlich hier wieder das übliche, ich guck mal kurz, ja, wir haben überall 55,3 Gramm Nudeln, 5,4, 6,5 und hier 7,7 Gramm Gewürz- und Würzmischung. Haben wir 3 Gramm, 3,5 und 5,6 Gramm Würzöl. Dann haben wir 0,2, 0,5 und 0,7 Gramm Würzen und Zubereitung, hier Gemüsesaschi. Hier haben wir noch 3,5 Gramm Chili-Soße, hier auch. Also bei allen drei Sorten. Das ist jetzt von Lorado, was soll man das heißen mag. Und wie gesagt, die sind halt neu, sind eigentlich auch Instant-Nudeln. Der Unterschied ist, dass wir hier, dass wir nicht diese 0815 Instant-Nudeln drin haben, sondern unter anderem Reisnudeln. Und ich denke mal, dass es so schmeckt wie... Naja, also zwischen Nissin und der Billigmarke gibt es ja natürlich auch viele Unterschiede. Aber das hier sind jetzt halt mal Bowls, die jetzt halt 88 Cent kosten. Es gibt ja auch die Bowls, wo man dann noch getrocknetes Gemüse drin hat. Allerdings habe ich gesehen, und das finde ich persönlich einfach nur Unverschämtheit, dass es halt diese Bowls gibt, die ja 15 Euro kosten. Aber für eine so eine kleine Schüssel mit ein bisschen Gemüse, mit einem Heizpad und so, das finde ich Quark. So. Das zu dem Thema. Aber was hier natürlich schon wieder meine Fresse ist, ne? Also ist ja typisch, ne? Also wir haben jetzt hier die Zubereitung bzw. Sachen, die wir haben, ne? Die Nudeln, ja, die sind schon mal aus Reis, Tapiokastärke, Zucker, Salz, Geschmacksverstärker, selbst in den Nudeln. Ne? Mononatriumglutamat, Dinatrium Minosinat, dann noch Stabilisator. Natrium, Triphosphat, Verdünnungsmittel, Natrium, Carboxmilch, ich kann es nicht lesen. Also da schon ein dickes Plus anscheinend. Ne? Würzmischung, Salz, Zucker, Korianderpulver, Hefeextrakt, Anispulver, Kardamompulver, Geschmacksverstärker. Und jetzt wieder dieses ganze, genau dasselbe wie bei den Nudeln, komme ich schon also auf. Das Würzöl, Pammel, Zwiebel, Knoblauch, Koriander, Ingwer. Langer Koriander, Kurkuma-Pulver, Kardamompulver, Zimtpulver, Anispulver, Salz, Aroma enthält Soja und Sellerie, Konservierungsstoffe, Kaliumsorbat, Natriumbenzonat, Farbstoff, Ammoniak, Zucker, Couleur, Dextrose, keine Ahnung, Gemüsesaschi, getrocknete Frühlingszwiebeln, das war's. Chili-Soße, Wasser, Zucker, Chili, Knoblauch, Salz, Verdünnungsmittel, Xanthan und dann wieder diese ganze. Nochmal die ganze Nummer, ein fingerlanges Dreck, das gibt mir hier schon wieder. Mann, das einzige, die abkann, ist das, wenn du einen Fingerlang hast und der ist dreckig. Da könntest du bekloppt werden. So. Check. So. Also, wie gesagt, dann haben wir hier die Sorten. Ja, und ich könnte jetzt natürlich nochmal hier, das war jetzt das mit dem Hühnerfleischgeschmack, die Nudeln, dasselbe, Würzmischung. Unser Unterschied ist schwarzer Pfeffer, Lakritzpulver, Pfeffer, Aroma enthält Milch, Trennmittel, noch viel mehr Chemieausdrücke. Sojaprotein, getrocknete Frühlingszwiebeln, relativ dasselbe. Also, weißt du was, wir sagen einfach alle, es ist komplett Chemie. Sagen wir mal so, sagen wir mal, wie es ist komplett Chemie und nichts anderes. Gut,
Machen wir das mal auf, dann muss ich noch mal kurz telefonieren. Ich schalte doch schon in der Verpackung. Natürlich hier eine Limonade stehen zum Neutralisieren. Im Notfall können wir. Ja, vergiss es. Wir haben schon in der Verpackung geschaut. Also, wie gesagt, es gibt auch nur drei Sorten. Habe ich da extra nochmal nachträglich informiert. Also, es gibt drei Sorten: Rind, Huhn und Gemüse. So wie eigentlich von den meisten Billigklamotten. Das heißt Billigklamotten, von den Instant-Scheißen, die es gibt. Haben wir so eine kleine Pappschale. Okay. Joa, das sieht billig aus. Billig. Gut, das ist ja auch nichts. Ne? Das ist halt Chemiepulver und ein bisschen Chemienudel. Ja, haben wir ja eigentlich gar nicht. Ne? Aber ich kann mal wieder was austesten. Ich vergesse nicht immer aufpassen, dass ich mich zueinander bringe. So sieht das aus hier. Wir haben unsere Chemietütchen und dann hier unsere Nudeln, die aussehen wie diese Billigkabelbinder, die da irgendwo bei uns sind, hell. Aber sehen aus wie diese Billigkabelbinder, die beim Angucken schon auseinanderfallen. Okay, dann haben wir hier Huhn. Dann haben wir hier Gemüse. Ja, Unterschied ist. Ich sehe gerade einen Unterschied. Okay, dann haben wir hier Rind. Das ist hier jetzt schon. Mich würde nicht wundern, wenn hier jetzt eine rote Tüte drin wäre. Reis. Nee, wir haben keine rote Tüte, oder? Nee. Okay, hier sind da noch so merkwürdige Stippen drin. Das ist wahrscheinlich die Gemüse-Zubereitung. So, wollen wir mal gucken. Wie gesagt, ich muss mal kurz telefonieren. Wichtiges Telefonat. Und dann können wir mit den Dingern loslegen, beziehungsweise ich muss halt Wasser kochen. Und wenn ich sowieso telefonieren muss, kann ich schon mal den Wasserkocher anwerfen und dann ist der Wasserkocher fertig und wir können das ja anfangen, beziehungsweise uns mal da so durchprobieren mit Kaffeestück. Mach schön den Deckel zu, sonst verliert das so Aroma. So, schauen wir mal. So. Wo waren wir? Also, wir haben hier unsere verschiedenen Kartoffels. Ja. Warum ist immer alles in Folie? Schmeiß das doch gleich. Ja, das mal rausnehmen hier. Ne? Das ist der Folien. Mein Gott, das ist hier für die Umwelt. Die ganze Plastik. Müllberg schon wieder. Ein Süppchen so. Holland, ich kenne das nicht. Oh Gott. Da ist gerade der Deckel zu. Kennt ihr das, wenn ihr. So, also, wir haben unsere Chemiepampe und dann sind wir mal gespannt, was da umkommt. Ich hoffe mir ehrlich gesagt gar nichts. Auch geschmacklich, eigentlich war ich ja schon hungrig, aber nachdem ich so diese ganze, boah, ich einen Mund. Und nachdem ich diese ganze Chemieanleitung an der Schering gesehen habe, ist mir irgendwie nicht mehr so. Eigentlich habe ich hier. Moment.
Ja, original so mit diesem, ne? So. Ja, ist jetzt gerade ein bisschen doof, weil ich halt weil ich blöd bin. Was soll ich denn gesagt haben? Faden verloren. Das Wasser reintun. Weil es ein Wetter heute, oder? Ist das ein Wetter heute? Wahnsinn. Wenn wir das Wasser reintun, muss das ja 4 Minuten ziehen. Ich hab schrecklich trockenen Mund. Aber schön, dass wir hier, also Vegetables, ist ja schon richtig Gemüse hier. Also was ich hier sehen kann, sind so ein paar Schnittlauchstücke und zwar und dann so kleine Kügelchen. Weiß nicht, was das ist. Das hier ist Suppenbase, also die Suppenbasis. Also das ist halt das übliche Würzpulver. Also bei Gemüse ist es ganz höchstwahrscheinlich ein Löffel Gemüsebrühe. Dann haben wir die Chili Sauce. Die, ja, normalerweise bin ich jetzt nicht so der Chili-Fan, aber wenn du das nicht antust, gerade, ich krieg das mal hinter. Gerade bei diesen Instant-Gerichten, wenn du da, was hast du denn hier? Hier ist immer so ein extra Öl oder Fett oder so. Das ist Hühnergeschmack, probier. Hier, Flavor Oil. Dieses, guck dir mal diese ekelhaften Siff an und meine komischen Fingernägel. Ist es ja so, ich glaube, ich stehe mal auf, so von ich mir aus Versehen noch die Beine. Oh, hier ist was drin. Wir haben auch noch dieses, weil es sieht auch nicht aus wie Öl, es sieht aus wie so ein halb festes Stück Fett oder so. Ach, da bis zur Linie muss ich. Okay. Aber jetzt kommt wieder meine Superkanne hier, wo so gut wie kein Wasser rauskommt. Ich gehe mal hier so ein bisschen im Kreis. Die Nudeln auch ein bisschen, die gehen so ein bisschen runter. Ich muss hier bis zur Fülllinie oder was? Ja, wenn das mal was wird. Bis zur Fülllinie. So. Also wir haben, ich habe 1,5 Liter Wasser reingetan. Also rein theoretisch sollte das hier klappen. Also es sollte genug Wasser drin sein. Allerdings, wenn die Kanne halt so schnell gießt, wie sie hier nur mal gießt, dann könnte das noch ein Problem werden. Wenn ich weiß, hat das Wasser gerade gekocht? Also, mein Gott. Also ich muss mir echt mal nur einen Wasserkocher kaufen. Auf der anderen Seite, als Kaffeekanne ist die super, weil da läuft nicht so viel raus. Und wenn du dir nur eine kleine Tasse nimmst oder so, man kennt's ja, man kennt ihn. Wenn du nur so eine kleine Tasse machen willst, dann ist das eigentlich optimal. So, auch bis zum Füllstand. Nur nicht weiter. Können wir hier, ja, nehme ich euch mal kurz in der Hand. Könnt ihr hier mal gucken. Also so sieht es ungefähr aus. Das werde ich allerdings, wenn ich das jetzt so ein bisschen. Die Rollen sind so gut an diesem Stuhl, das Ding, brauchst das nur antippen und dann rollt das durch die komplette Wohnung. Ohne dass du was dafür tun musst. Guck mal hier, dass ich die Nudeln ein bisschen, das schwimmt da halt schon wieder für eine Scheiße drin rum. Das ist, du hast was aufgemacht, das erste, was du hast ein Hundehaar drin. Gibt's doch nicht. So, ja, jetzt haben wir hier Nudeln. Jetzt müssen wir das hier einmal natürlich nochmal abdecken und ein paar Minuten warten. So. So. Gut. Das ist abgedeckt. Wir warten. Huh, ist das heiß. Abgedeckt. Wir warten. Ihr könnt ja zum Glück auch sehen, was wir hier haben. Und ja, sehen wir uns gleich wieder. Ich hole mir noch eben, ich habe drüben noch Zitronen, die mal alle stehen. Dann hole ich mir eben. Und ja, bin ich in ein paar Minuten wieder da. Und dann sollen die Nudeln auch soweit sein. Ihr habt eure 4 Minuten gehabt, Jungs.
Jetzt können wir mal unser Spritzpulverchen hier einführen. Also erstmal dieser Tee. Die alle. Mein Gott, noch mehr Plastik. Was ist das jetzt? Ist das jetzt das Richtige? Ja, ich glaube schon. Ja, das ist irgend so eine merkwürdige grüne Pampe. Ja, irgendeine merkwürdige grüne Pampe. Dann haben wir unsere Suppenbasis. Ja, das ist definitiv einfach nur ein Löffel Gemüsebrühe. Scheiße, Mensch. Wisst ihr, was wir machen? Ich mach mal kurz noch was. Das ist, glaube ich, für euch besser. Machen sie uns nicht, aber es ist, glaube ich, sogar ein Tick besser für euch. Und für mich noch dazu. Oh, das stinkt. So könnt ihr jetzt rein theoretisch, meine blöde Halterung, das auch mitkriegen, oder? Müsstet ihr es unter anderem nicht natürlich sehen, aber müsstet rein theoretisch auch in die Box mehr oder weniger reingucken, oder? Die mal ein bisschen weiter nach hinten. Dann müsstet ihr jetzt rein theoretisch. Oh Mann. Müsstet jetzt hier rein theoretisch auch die Inhalte von den Boxen besser sehen können. Beziehungsweise was sich hier mit Farbe im Code tut. Guck mal, wie viel Müll das ist. Unglaublich, oder? Unglaublich. Noch die Chili Sauce dazu. Obwohl das ja auch wieder nur so ein komisches Schmierfettöl irgendwas ist. Ja. So, wir einmal durch. Ja, wir müssen das ja hier ordentlich in der Suppe verrühren. So. Okay. Naja. Das ist jetzt Huhn. Mhm. Ja. Könnte definitiv Huhn sein. Wenn ihr, hoffentlich, wie gesagt, Tony ist ein Bild. Ich habe nicht mit einer minderwertigen Hardware, habe hier keinen Display an der Kamera. Wie sehe ich das nicht? Hier haben wir das Flavoring Oil. Vorsichtig. Ich will das jetzt hier um Ohren schmieren. Ja, genau das meinte ich. Also das ist jetzt hier auch die Gemüsepampe. Ich denke mal, ja, man sieht es ja nicht genau. Ich denke mal, man sieht es, oder? Dann haben wir hier Suppenbasis. Ja, die Suppenbasis wird höchstwahrscheinlich dann halt keine Gemüsebrühe, sondern halt Löffel klare Hühnerbrühe sein. So. Ja. Ja, das sieht auch sehr danach aus. 95% Salz, 5% Gemüse. Natürlich ist hier auch wieder die Chili Sauce dabei. Sehr angenehm aussieht, muss man sagen. Schmiere. Ich kann die gleich schnell Müll ausbringen, ne? Drücken wir natürlich auch mal einmal ordentlich unter. Ja, hier habe ich, glaube ich, einen Ticken zu wenig Wasser drin. Oder die Nudeln haben halt sehr viel rausgefressen. Also, das Hühnerzeug ist jetzt ehrlich gesagt farblich, hat sich da nicht so riesig was getan. Im Gegensatz, ach, Gemüsedingen und da ist Huhn. Ich habe nur den Text und die Bilder nicht. Also das Hühnerzeug hat eine deutliche Farbe, das Gemüsezeug eher weniger. Jetzt bin ich noch gespannt, wie es mit dem Rindfleisch Geschmack aussieht. Hier werden wir dann höchstwahrscheinlich, damit ich auch wieder recht behalte, haben wir halt einfach einen Maggi-Würfel Rinderbrühe drin. Da kommen wir hier sogar klotzig. Wir haben definitiv dann Rinderbrühe. Hier haben wir wieder dasselbe Gemüsegebröckel drin. Wenn sie nicht extra Brücke fängt, das wäre schön, ne? Dann haben wir wieder unsere Chili Sauce, die jetzt irgendwie schon zur Gewohnheit wird. Komische Schmiere hier. So. Und einmal nochmal das Flavoring Oil. Ja. Guckt, ein riesen Müllberg. Für drei Süppchen. Aber naja, gut. Wenn wir das hier auch mal richtig einrühren. Ach ja, guck mal, das hat auch eine deutlich dunklere Farbe jetzt. Und natürlich Fettaugen. Wichtig ist, und das sagt man bei einer Suppe immer, wichtig ist bei einer Suppe, beziehungsweise bei einer Suppe ist am wichtigsten,
es müssen sich mehr Augen angucken als rein. Ja, das heißt, du brauchst Fettraum und so. Das schmeckt sich. Gut, ich habe jetzt schon so drin. Von. Nein. Gut, aber guck mal, was wir da machen, geschmacklich. Ich würde sagen, dass wir erstmal Rind sowieso zur Seite und tun auch und fangen hier mit der Gemüsenummer an. Ist farblich ganz, ganz leicht grün. Ne? Und kommt zum. Oh, hui, hier bin ich rein mit deinem runter. Sehr salzig. Ui. Oh, das ist wirklich. Das ist salzig. Also. Ui. Das ist deutlich salzig. Man sieht es gar nicht. Wie gesagt, farblich tut sich hier nicht viel. Schmeckt nach. Also wir haben hier einen Brühwürfel. Also der Geschmack ist typisch Instant-Nudel. Also typisch Instant-Futter. Also es ist natürlich kein. Ich muss die Schaum noch nachziehen vom Stuhl, der ist noch frisch. Geschmacklich bei dem Gemüseding sind wir jetzt nicht bei von den Marmanudeln oder so. Oder. Sondern qualitativ, also geschmacklich. Es gibt ja diese unterschiedlichen Marmanudeln und so, die haben ja diesen einheitlichen Geschmack. Aber das ist dann halt, gerade was Instant-Nudeln betrifft, so die günstige Variante, was sowas antrifft. Und dementsprechend ist der Geschmack, der ist geschmacklich eher auf diesem Nissi-Niveau. Also schon Instant-Nudeln, aber Qualität. Qualität in Sachen Instant-Suppe. Ich weiß nicht, was diese komischen kleinen braunen Brocken sind, die bei dem Gemüse. Schmeckt da gar nichts. Also ist ganz normal. Also, ja. Es ist halt Instant-Nudeln mit Brühe, aber mit halt diesem asiatischen Einfluss. Aber halt nicht so, dass du dann sagst so zum Thema, den habe ich jetzt mal gegessen, muss ich nie wieder haben, sondern eher, finde ich ehrlich gesagt, okay, kann man sich ab und zu mal essen. Allerdings ist in Richtung Gemüsegeschmack ist es dann halt nicht wie diese Marmanudeln dann so intensiv gemüselastig, ne? Dass du das Gefühl, also nicht so gemüselastig, dass du so das Gefühl hast, das verschlägt dich, sondern es ist. Ist halt ein bisschen dezenter, ne? Wie meine Zittergriffe geht wieder los hier, ne? Nudeln selber. Reisnudeln. Also wir haben jetzt hier nicht diese weißen Standardnudeln. Wir haben da schon Reisnudeln hier drin. Nachteil von den Reisnudeln, die instant sind, ist immer, und sind halt mit so viel, wie ich ja mal am Anfang schon vorgelesen habe, hast du halt das Problem, dass du bei diesen Instant-Nudeln, gerade wenn es Reis-Instant-Nudeln sind, dass ja schon wieder eine Hunde drin, wo kommt denn das her? Curly Mensch! Und die ganzen Zusatzstoffe. Auf der anderen Seite, Leute, die sowas kaufen, die nehmen sowas in Kauf und die wissen das ja von Anfang an. Ne? Aber sind okay. Merkst dann halt, sind halt sehr sättigend. Problem ist nicht wie bei den normalen Instant-Nudeln, dass du die halt isst und eine halbe Stunde später wieder Hunger hast. Wenn du Reisnudeln hast, ist es wie beim Reis selber. Das hält länger vor. Beziehungsweise bist halt länger satt. Ja? Also das ist. Oh, nicht jetzt. Also geschmacklich ist okay. Ist halt ein bisschen vom Geschmack intensiv, aber. Ist vom Geschmack intensiv. Aber die Sache ist. Halt trotz Gemüsegeschmack nicht so intensiv Gemüsegeschmack ist, dass es dir dann irgendwie auf den Gaumen zu viel wird. Ne? Also es wird dir nicht zu viel. Das heißt, das kann man auch entspannt, kann man das aufessen und hat nicht wie bei diesen kleinen vierkigen Päckchen, die du hast, da isst du einen von und dann kannst du das einen Monat nicht mehr sehen. Das kann man ab und zu mal essen, das ist schon mal gut. Nur ist halt dieser Gemüsegeschmack für mich irgendwie. Es ist nicht so meins. Aber wir haben ja noch andere.
Und ja, gucken wir uns das nächste noch an, oder? Nicht irgendwie ein Fleck auf dem T-Shirt. Peinlich, wenn ich nachher irgendwelche Flecken auf meinen Klamotten sehe oder was weiß ich. Also, gut. Und ja, es wird alles nachträglich noch aufgegessen. Wir machen jetzt aber hier nur eine Geschmacksprobe, was sowieso keine Sau interessiert. Und eins wollte ich euch auch mal gesagt haben, ne? Das haben wir schon, kann mich auch anschreiben und sowas, ne? Das ist ja das kein Problem. Aber ich habe in den letzten Monaten so oft gehört, ja, hast ja gar nichts mehr bestellt und hier und dort überall, weil ich es nicht mehr einsehe. Weil ich immer 3 bis 10 Klicks auf meinen Videos habe und ich habe über die Jahre, du musst ja auch mal rechnen, ja, aber du hast, dann gibst du hier 10 Euro aus, ja, aber dann machst du nicht einmal, dann machst du ja 20 Mal. 10 mal 20 Euro. Und ich kriege ja nichts wieder rein. Das sehe ich nicht mehr ein. Und deswegen habe ich auch nicht mehr getestet. Auf der anderen Seite habe ich schon so viel getestet. Irgendwann ist man es leid. So, Gemüsegeschmack. Also, kaufen. Also kostet bei uns 88 Cent für das Geld. Wenn du keinen Bock hast. Und manchmal will man so einen Instant-Scheiß. Das ist es ja. Man will es ja manchmal. Ist okay, aber nicht mein Geschmack. Gut. Was habe ich denn hier gehabt? Ja, also ist okay. Kann man sich auch auf jeden Fall mal reintun. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt Instant-Klamotten mit Gemüse. Da sind die Mama-Nudeln dann intensiver vom Geschmack her, aber die schmecken auch mehr nach Gemüse. Also da ist ein starker Geschmack durch den ganzen Geschmacksverstärker. Aber du merkst es. Du merkst den Geschmacksverstärker und merkst wenig richtigen Gemüsegeschmack generell. Ja? Das ist halt das Problem, was ich damit habe. Also da nicht für. Also das ist dann nicht mein Geschmack von dieser Marke. Ne? Von, wie ist der Quatsch denn jetzt nochmal? Lorado. Butcher, ich hab keine Ahnung. Ja, da sind auch Hunde drauf. Jetzt haben wir hier Hühnergeschmack, ja? Gucken, hier haben wir auch eine deutliche Färbung drin. Hier schmeckst du als allererstes, bevor du irgendwas schmeckst. Du schmeckst Geschmacksverstärker und Chiliöl. Es schmeckt, also hier schmeckst du nur, hier schmeckst du nur, also eine Mischung aus Geschmacksverstärker, Dextrose etc. Also Huhn, so im Abgang hast du so ein ganz leichtes Gefühl, so, oh, da kommt Hühnergeschmack aus, der ist weg. Also das schmeckt wirklich überhaupt eh nach Huhn, müssen wir das mal mit den Nudeln bucken, da vielleicht ein bisschen Hühnergeschmack drin ist. Also das schmeckt jetzt ganz übel, wirklich, nicht so viel, schmeckt wirklich nur, schmeckst du nur Geschmacksverstärker und Dextrose, von der Dextrose merkst du deutlich. Also nicht durch die Süße, aber du merkst es halt, ne? Ah, oh, nee. Oh, nee. Nudeln okay. Keiner, da ist echt kein Huhngeschmack drin. Oh, nee. Da schmeckt nur nach Geschmacksverstärker und nach, nee. Also das schmeckt nach Geschmacksverstärker mit Chiliöl. Aber das schmeckt nicht nach Huhn. Nee. So im Abgang, weißt du, da kommt so ein Bruchteil von der Sekunde so. Oh, Huhn, ja, wieder weg, Geschmacksverstärker. Hast du das Gefühl, dass es im Mund auch war? Nee. Also, ja, Gemüse doch deutlich besser. War halt nicht so intensiv oder so, aber kannst du ab und zu essen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, weil wir hier noch die Rindfleischvariante haben. Ob die dann was wird oder ob die. Also das ist ja eklig. Ich krieg den Geschmack auch gar nicht mehr von der Zunge. Du trinkst was und dann ist der Geschmack von dem Geschmacksverstärker wieder da. Also, das ist wirklich eklig. Hier haben wir aber auch hier eine schöne dunkle Färbung drin. Jetzt enttäuscht mich die. Schmeckt auch noch ein Geschmacksverstärker. Und leicht süßlich. Was ist das denn? Das schmeckt genauso wie das Hühnerzeug. Und hinten im Rachen hast du auch wieder so einen Bruchteil von der Sekunde kurz Rind.
Nee, das ist ja nur... Ich finde die Hühnerkacke. Genauso scheiße. Ich schmecke nur Geschmacksverstärker. Und wenn du Mutter geschluckt hast, hast du hinten im Rachen auch wieder so einen Bruchteil von der Sekunde. Oder wenn jetzt so nur Geschmacksverstärker, als ob du einen Löffel Fondor gefressen hättest. Ja, als hättest du einen Löffel Fondor gefressen. Und wenn du beim Ausatmen, da hast du ganz leicht hinten im Rachen so Rind. Aber da ist auch noch die Schärfe von dem Chili-Pulver mit drin. Nee. Ja, das mit dem Gemüse war halt dezenter. Das mit dem Gemüse zum Beispiel war ja ein bisschen dezent und so. Ja, hatte ich aber gesagt, das geht alles. Aber jetzt, wo wir hier richtigen Geschmack. Bah. Au! Also, wo wir jetzt richtigen Geschmack haben, sondern so. Nee. Also, Huhn und Rind ist schon mal vollkommen für eine Tonne. Und da wünsche ich mir ehrlich gesagt das Gemüse zurück wieder zurück. Weil das geschmacklich. Ja, hier bei dem Gemüsegeschmack ist es so, du hast nicht den Geschmacksverstärker-Geschmack. Klar, der ist ein bisschen da. Macht was er soll. Er verstärkt halt den Geschmack. Aber das ist dezent. Und hier hast du auch. Also so einen Geschmack, weißt du? Also das hat auch einen richtigen Geschmack. Und die Rind- und Huhnklamotte hier, ja? Also das ist vollkommen für die Tonne. Das schmeckt scheiße. Am Anfang dachte ich ja, Gemüse, gut. Ist alles ein bisschen upi-wupi und so, ne? Intensiv, aber lasch im Geschmack. Aber jetzt mit dem Rind und Huhn, also das ist ein Komplettreinfall. Das kannst du alleine fressen, das ist eklig. Das drehe ich irgendwie mal an. Gertraud, den Scheiß, da habe ich noch Bock drauf. Ihr wisst ja wirklich, ich bin ja verheiratet. Sag ich noch gar nicht. Also, ich bin hier raus, mir reicht es. Mir ist scheiße, das ist alles scheiße. Hier ist alles voller Müll. Ich habe 1 Million Plastikklamotten, kann ich da wieder rausrennen. In diesem Sinne, ne? Vielen Dank fürs Zusehen und haut einfach ab. Haut einfach, haut ab jetzt! Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.